Du bist immer für eine Überraschung gut, Martin. Hätte ich dir nicht zugetraut. Sowieso. Dankeschön. Deswegen machen wir jede Woche was Neues und neue witzige Dinge. Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie Wir testen die Besten. Und die letzten 7 Tage haben wir Techniken von Dr. Joe Dispenza getestet, einem unserer absoluten Lieblinge. Und mit mir dabei wieder der charmante Business-Life-Coach Martin Zimmermann. Hallo Martin! Grüß dich, Susanna. Freut mich. Ja, erklär doch uns gleich mal, was du die letzten 7 Tage so gemacht hast an Techniken von Dr. Joe Dispenza. In den letzten 7 Tagen habe ich mich schwer mit Joe Dispenza beschäftigt, mit dem Doktor für mentale Chirurgie, nenne ich es jetzt einfach mal so. Und zwar habe ich immer den Tag angefangen mit einer bestimmten Atemtechnik, um in einen Ruhezustand zu kommen. Und danach, im Anschluss, habe ich mich dann 15 Minuten hingesetzt und meditiert, um mit meinem Unterbewusstsein in Kontakt zu treten. Literatur, ich mache nochmal Cut. Ich mache einfach da weiter nochmal. Zusätzlich habe ich auch ein Programm von Dr. Joe Dispenza gekauft. Das nennt sich The Formula. Da geht es dann auch nochmal um das Wissenschaftliche und auch nochmal im Detail genau zu schlüsseln, was denn in uns passiert, wenn wir meditieren, wenn wir uns mit unserem Unterbewusstsein befassen. Und das war eine spannende Geschichte, diese Dreierkombination zu machen. Und zur Atemtechnik und auch zu diesen drei verschiedenen Herangehensweisen hast du auch nochmal ein Video gemacht. Vielleicht möchtest du noch kurz zu der Atemtechnik was sagen und unseren Zuschauern erklären, was denn diese Atemtechnik auf sich hat. Genau. Also diese Atemtechnik ist eigentlich eine energetische Übung. Also da geht es wirklich darum, die Zirbeldrüse zu stimulieren. Die sitzt dahin, also wo das dritte Auge sitzt, da drinnen im Kopf, in der Mitte. Und das wissen wir seit antiken Zeiten, dass wir hier ein kreatives Zentrum haben, das auch energetisch stimuliert gehört. Und Dr. Joe Dispenza hat eine Technik empfohlen, die, ich glaube, aus dem mexikanischen Schamanismus kommt. Also man kennt das in vielen antiken Kulturen, aber bei uns am häufigsten bekannt sind eher die indischen Energiemethoden. Und da geht es im Prinzip darum, diese hauptenergetische Achse von uns mit dem Atem zu stärken, zum Fließen zu bringen und vor allem die Energie von unten hinaufzuziehen und hier oben explodieren zu lassen. Ja, explodieren. Klingt ein bisschen gewalttätig. Es geht einfach darum, hier also dieses helle Licht in den Kopf zu bringen über diesen Hauptmeridian. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu kompliziert erklärt. Es ist eigentlich ganz simpel. Ich atme ein und dabei stelle ich mir vor, wie ich die Energie da eben meinem Rückgrat entlang heraufhole. Dann halte ich den Atem an, zähle bis 4, also relativ schnell. Und lasse den Atem wieder aus. Und das mache ich mehrmals hintereinander, also bis zu 15 Mal oder ja, wie man es eben gerade verträgt. Der eine oder andere mag da langsam zu üben beginnen. Und das stimuliert enorm diese Zirbeldrüse, die eigentlich der Sitz von unserem kreativen Zentrum ist. Ja, also von dort aus kreieren wir geistig und manifestieren dadurch auch mit Leichtigkeit. Und der zusätzliche Effekt ist, wir werden geistig klarer. Also es ist eine tolle Übung. Und ja, Martin, war neu für dich, nehme ich an. War neu für mich und ist, denke ich, auch unerlässlich, wenn wir uns damit beschäftigen, wer wir denn wirklich sein wollen. Und darum geht es ja auch in dieser Meditation. Ja. Wir wollen uns mit unserem zukünftigen Ich, mit unserem idealen Leben beschäftigen und verbinden. Und wenn ich aber nicht diese Klarheit habe, wie du gerade schon gesagt hast, wer ich eigentlich sein will, wie will ich dann manifestieren? Das ist schwierig. Ja. Also finde ich jetzt eine Vorbereitung, eine Voraussetzung für diese Meditation, oder? Ja, wenn der Kopf noch voll ist mit der Vergangenheit, ist es sehr schwer, auf das neue, unbekannte Zukünftige zu gehen. Also da geht es wirklich darum, auch den Kopf frei zu machen. Ich finde die Technik toll. Also mir hat das sehr gut getan und ich habe aber auch gemerkt, dass bei dieser
kurzen geführten Meditation. Wir haben da beide eine Morgenmeditation aufgenommen, frei nach Dr. Joe Dispenza. Und auch bei der habe ich gleich gespürt, wie sich meine Schwingung hebt. Also ich bin ehrlich gesagt die letzten 7 Tage wie auf Wolken gewesen. Das war zuerst ein bisschen komisch, da dachte ich, vielleicht bin ich auf Drogen oder oder werde ich krank, irgend so etwas. Bis ich gemerkt habe, nein, das ist diese Leichtigkeit, die sich bei mir jetzt breit gemacht hat und die ich mir jetzt angewöhnen möchte. Ja, das freut mich für dich. Super, das hört sich super an. Das macht sich auch bemerkbar. Und ich finde, war bei dir ähnlich, ne? Es war bei mir ähnlich und es war wortwörtlich diese Einstimmung. Wir reden immer von Einstimmung auf manche Dinge oder Umstände und letztlich ist es ja das, was wir genau da gemacht haben. Wir stimmen uns ein, wir begeben uns auf eine Stimmung, auf eine Schwingung, wie wir den Tag erleben möchten. Und wenn wir damit in Verbindung gehen, eben mit diesem Tieferen, was in uns sitzt und wir wissen, was wir genau wollen, dann macht das eigentlich, das hat einen riesen Eindruck hinterlassen auf den Tag, beziehungsweise hat es den Tag schon so eingeleitet, wie ich wirklich haben will. Das war eine super, super Sache. Auch wenn es mir körperlich nicht so gut ging. Ich war ein bisschen angeschlagen, aber es war klasse. Ach, du siehst aber gut aus. Danke. Also was mir in unserer Kombination gut gefallen hat, ist, dass wir einerseits so mystische Techniken benutzt haben mit der Meditation und dieser Atemtechnik und uns aber trotzdem sehr viel von Dr. Joe Dispenza angehört haben, wo er erklärt, warum und wieso, wie wir manifestieren, aber auch wie unser Körper funktioniert und warum das funktioniert, was wir machen. Und also er hat wirklich tolle Erklärungen. Und das fand ich nochmal wichtig, den Verstand auch zu beschäftigen und ihm klarzumachen, was da gerade passiert und worauf es ankommt. Ja, das bringt Dr. Joe Dispenza einfach auf den Punkt. Da finde ich ihn genial. Und er hat so eine Begeisterung bei dem, wenn er redet, seine Leidenschaft. Ja, das ist auch die Energie, die ich so liebe. Ja. Also das war ein Powerpaket, was wir da getestet haben für mich. Ja, vielen Dank nochmal für diese super Idee, für diesen Einfall, den du hattest, das Ganze zu kombinieren. Ich finde es auch super mitreißend, seine Stimme, seine Art, es vorzutragen und zu erklären und dadurch auch wiederum dieses Bewusstsein zu schaffen, dass wir uns tagsüber damit beschäftigen, was in unserem Kopf so vorgeht. Und nicht nur uns emotional wahrzunehmen, sondern auch gedanklich zu schauen, was da so passiert in unserem Bewusstsein und damit auch diese Gewohnheiten zu transformieren. Darum geht es ja eigentlich auch, dass wir uns ertappen, so nennt das ja auch wortwörtlich, was wir den tagsüber so machen und dann unterscheiden, ob es zu unserem alten Ich, zu unserer, sagen wir mal, unter Anführungszeichen schlechten Version gehört oder zu unserer idealen Version, zu unserem Traumleben. Und das fand ich genial an dem Ganzen. Ja, und er ist wahnsinnig effizient. Also das ist so effektiv, was er da anbietet. Ich habe mir jetzt auch noch vorgenommen, noch eine größere Meditation von ihm zu übersetzen, aber ich muss erst ein bisschen begreifen, was die Mechanismen da drinnen sind, warum das so gut funktioniert. Aber das hat echt Power, was Dr. Joe Dispenza liefert. Ja, das hat einfach Kraft und also ich bin ganz begeistert und wie gesagt, ich schwebe wie auf Wolken, mir geht's wahnsinnig gut. Und ich könnte jetzt gar nicht so erzählen, was ich manifestiert habe diese Woche, weil das alles an mir so ein bisschen vorbeigegangen ist. Das war mir nicht mehr wichtig. Mir ist viel wichtiger, dass ich ausgerichtet bin auf die Version von mir, die ich gerne sein möchte. Also das ist so viel wichtiger und die Version darf auch reich sein und das muss nicht sofort passieren. Und reich sein ist ja auch, dass man ja tolle Freunde hat, gute Zeit, gute Umgebung, eben dieses Reich an Gefühlen, an Freude. Und ich glaube, das hast du ähnlich erlebt. Ja, genau. Ich sehe das eher aus so philosophischer Sicht. Reichtum ist für mich ein übergeordneter Begriff, unter den ich viele Dinge setze, wie zum Beispiel, dass ich Zeit habe mit meiner Tochter, dass ich machen kann, was ich will, dass ich ausschlafe, dass ich nicht mal mittags mit ihr hinlege, Mittagsschlaf mache und solche Dinge. Oder Zeit mit dir verbringen und uns über neue Ideen austauschen. Alles das gehört zum Reichtum. Letztlich geht es darum, seine Kreativität auszuleben. Und das ist für mich der wahre Reichtum, das Leben, das ich mir schon immer gewünscht habe. Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, dieses zu viel mit der Vergangenheit beschäftigen, das ist ganz gut, mal das auseinanderzudröseln, aber überwiegend sollte der Fokus auf dem Neuen sein. Und ich habe auch noch einen kleinen Tipp.
Und zwar, wer so ein Faible hat für indische Methoden, dem würde ich das Mantra-Chanten empfehlen. Das ist nämlich ähnlich wie diese Atemtechnik, um die Kundalini zu stimulieren. Und man macht das dann automatisch. Also durch das Singen hat man diese Atemtechnik. Man braucht sich einfach nur mit der Absicht darauf fokussieren, dass man die Kundalini stimuliert. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, oder Martin? Ja, das weiß ich nicht. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich bin für alle Dinge zu haben, wie du weißt. Also her damit. Ja, also ich stelle mir das ganz witzig vor, ne? Du irgendwo in der Öffentlichkeit, hast dir solides blaues Hemd, total auf seriös und chantest da sa re sa sa und aktivierst deine Kundalini. Erst pass auf, weil wir in Indien sind. Ich habe mein eigenes Sari. Also werde ich mein Sari tragen, schön Nee, weiß ja. und dann indisch singen. Wow, bin ich schon gespannt. Ich bin Also, ausgestattet. du bist immer für eine Überraschung gut, Martin. Hätte ich dir nicht zugetraut. Sowieso. Dankeschön. Deswegen machen wir jede Woche was Neues und neue witzige Dinge. Die nächste Technik, die ansteht, da gehen wir zu Louise Hay, auch ein ganz großer Name in der spirituellen Szene. Ich glaube, sie hat den größten spirituellen Verlag in Amerika gegründet. Hay House Publishing ist mit seinen Unterfirmen jetzt mittlerweile, aber wirklich ein Riesenname. Louise Hay ist leider schon verstorben. Sie ist sehr bekannt geworden durch Affirmationen, aber da gibt es noch ein bisschen mehr. Und das werden wir die nächsten 7 Tage testen. Und da freue ich mich schon sehr darauf. Also da bin ich sehr gespannt. Ich bin auch schon sehr gespannt. Ich freue mich auch schon drauf. Und apropos mehr, wenn du mehr erfahren willst, dann abonniere gerne unsere Kanäle, damit du auch in Zukunft alarmiert wirst, wenn wir neue Dinge, neue Videos rausbringen. Setz auch gerne ein Like unter dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Und was? Ja, und wenn du tolle Erfahrungen gemacht hast mit Dr. Joe Dispenza, bitte teile sie mit uns. Solche Erfahrungsberichte sind Gold wert. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Kontakt mit dir. So ist es. Also, dann freuen wir uns aufs nächste Mal, Martin, in neuer Frische. Ja, danke schön, Susanna. Ich freue mich auch und gutes Gelingen beim Manifestieren. Tschüss.